Sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Ban Ki-moon, meine Damen und Herren, der Begriff Agenda 2030 hört sich ja sehr nüchtern an, aber er birgt in sich Hoffnungen für Abermillionen, ja für Milliarden Menschen. Wir haben damit neue Maßstäbe gesetzt. Erst einmal, was die Erarbeitung anbelangt, einen solchen partizipativen Prozess hat es noch nicht gegeben, aber auch was die Frage der Einbeziehung aller Länder anbelangt. Alle Länder sind jetzt gefragt, nicht nur die Entwicklungsländer wie bei den Millennium Development Goals. Und wir kennen die Verantwortung von uns, den Staaten, ich spreche hier als Regierungschefin, aber wir wissen auch, und das macht diese Partnerschaft aus, dass Staaten alleine eine solche neue globale Partnerschaft nicht leisten können. Wir brauchen die Zivilgesellschaft, aber wir brauchen vor allen Dingen auch die Wirtschaft. Und deshalb möchte ich dem Global Compact ganz herzlich danken, dass gleich am Tag nach der Verabschiedung dieses Ereignis hier stattfindet, an dem viele Vertreter von Staaten teilnehmen. Ich begrüße unseren Präsidenten des Europäischen Rates, sehe ihn gerade, den luxemburgischen Premierminister Xavier Bettel und viele andere, genauso wie eben Vertreter der Wirtschaft. Und eine erste wirkliche Bewährungsprobe für die Frage, wie ernst wir das meinen, wird die Klimakonferenz in Paris sein. Noch dieses Jahr können wir beweisen, ob es wirklich klappt. Und Sie als die Vertreter der Wirtschaft haben die Möglichkeit, Ihre Kraft des Lobbying, die ja wirklich groß ist, so einzusetzen, dass es zu einem Ergebnis kommt. Und ich weiß, dass der französische Präsident François Hollande vieles vorbereitet hat, um auch gerade die Wirtschaft mit einzubeziehen. Und ich glaube, dann können wir es schaffen, ein gutes Abkommen zu bekommen, aber auch ein ambitioniertes Abkommen, denn dieses Jahrhundert, das 21. Jahrhundert muss, wenn wir das 2-Grad-Ziel erreichen wollen, das Jahrhundert der schrittweisen Dekarbonisierung unserer Wirtschaft werden. Die gute Nachricht für Sie, die Vertreter der Wirtschaft, ist, dass die nachhaltige Entwicklung und das gute Wirtschaften Hand in Hand gehen. Sie brauchen keine Sorge zu haben, dass es mittel- und langfristig für Sie schwieriger wird. Nein, es gibt Sustainable Development Goals, wie zum Beispiel gute Regierungsführung, die arbeiten Ihnen in die Hand. Die machen ihr Leben leichter. Wenn ich die deutsche Wirtschaft höre, dann heißt es oft in der Frage, wie engagiert sich die Wirtschaft in Entwicklungsländern, Korruption, unsichere Rechtsbedingungen, all das sind Handicaps auf dem Weg eines wirtschaftlichen Engagements und das können wir überwinden dadurch. Ich habe gestern Abend mit Vertretern der Least Developed Countries, also der Ärmsten, gesprochen über die Rolle des Internet, über die Rolle des Mobilfunks in diesen Ländern. Und eine ganz wichtige Aussage war, dass durch administrative Prozesse, die über das Mobilfunk abgewickelt werden, Transparenz in die Prozesse kommt, dass die Frage der Korruption an Bedeutung verliert. Das heißt also, gerade auch Entwicklungsländer an der Digitalisierung teilhaben zu lassen, wird bedeuten, die Lücke kleiner zu machen und mehr Rechtssicherheit auch zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, wir haben große Probleme, jeder weiß das. Noch nie, trotz aller positiven Nachrichten, noch nie waren so viele Menschen auf der Welt auf der Flucht wie im Augenblick nach dem Zweiten Weltkrieg. 60 Millionen. Das heißt, wir wissen, dass wir vor allen Dingen auch als Politiker unseren Beitrag zur Erreichung der Sustainable Development Goals zu leisten haben. Konfliktursachen beheben, internationale Friedensprozesse in Gang bringen. Und ich denke auch, der Papst hat uns gestern noch einmal darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, global zu denken, wenn man lokal, national, regional in Frieden leben will. Aber wir wissen auch, alle staatliche Unterstützung kann nicht reichen, sondern staatliche Unterstützung sollte so eingesetzt werden, dass sie ein Anreiz ist dafür, dass auch Wirtschaft sich einbringt in die Erfüllung dieser nachhaltigen und Sustainable Development Goals. Sie als die Vorreiter dieses Prozesses haben die Sache in der Hand. Meistens ist es ja so, dass man die Reden bei Menschen hält, die schon überzeugt sind. Wir sagen, wir predigen immer in einer Kirche, wo schon Gläubige sitzen.
Aber Sie kennen viele andere, die noch nicht so überzeugt sind. Und meine Bitte an alle Sie, die Sie aus der Wirtschaft kommen, sagen Sie es weiter. Ermutigen Sie Menschen. Sagen Sie, dass Sie die 17 Ziele sich einmal anschauen. Viele werden sagen, das kann ich mir nicht merken. Für simple Gemüter gibt es dann so ein einfaches Chart, da kann man lernen, welches Ziel ist. Aber wir müssen sie weiter verbreiten und wir müssen ernsthaft daran arbeiten. Ich habe gestern gesagt in der politischen Diskussion, die Hälfte des Weges für die Bekämpfung der absoluten Armut haben wir bereits erreicht in den letzten 15 Jahren. Das heißt, das Glas ist halb voll. Und jetzt geht es darum, bis 2030 die andere Hälfte zurückzulegen. Man weiß, beim Langstreckenlauf ist meistens das Ende etwas schwerer als der Anfang. Trotzdem können wir es schaffen und in diesem Sinne freue ich mich, heute hier dabei zu sein. Herzlichen Dank.